Hi, da sind wir wieder bei einer Folge Big Reacts, diesmal vom Turnier IM New York gegen Heroic. Wir schauen mal rein. Diese Pose spielt er sehr gerne. Ich glaube, er spielt nur diese Pose. Ist irgendwie so eine Bug-Pose, wo man nicht so gut Headshot bekommt. Nice. Boah. Nice. Schön rübergewischt. Schöne Klicks. Er macht wirklich immer viele Kills in der Pistol da. Boah, gute Sinne. Also die Pose, da muss man echt Nils Credit geben, weil diese Pose spielt er sehr gerne. Auch zu Recht, weil er macht da echt sehr viele Kills und wir lassen den da auch oft alleine. Einfach aus dem Grund, weil er mag die Pose sehr, er macht sehr viele Kills und wir können halt natürlich auf der anderen Seite dann auch stacken. Wir wissen ganz genau, diese Seite ist eigentlich ziemlich safe. Großes Aiming natürlich dann auch, sehr wichtig in der Szene. Stark. Vertigo ist jetzt. Sieht man nicht oft. Aber er macht Risch eigentlich oft dann in diesen Pressure-Situationen. Jahn, die Coolness in Person. Boah. Antizipiert auch perfekt, wo der andere Gegner sein muss, wenn sein Mate dort rechts steht. Das hat man so an sich, wenn man viele Clutches gewinnt. Sehr, sehr gutes Aiming, auch Movement. Wie auch schon gesagt, Xantares Peak, sehr bekannt natürlich. Utility hätte man vielleicht ein bisschen besser benutzen können. Ich an seiner Stelle hätte natürlich Heaven gemollert, weil das eine sehr likely Pose ist, also da, wo man hochgeht. Und dann natürlich halt Pre-Aim unten rechts, sehr, sehr wichtig. Sehr gutes Pre-Aim von Jahn, da kann man nie was gegen sagen, wirklich. Und auch das zweite, er hat 20er P, glaube ich, er braucht nur einen Hit. Er weiß ganz genau, er braucht nur einen Hit, aber gefühlt hat er dann einfach immer mehr HP und ist ihm egal. Und er tötet den einen immer so schnell, dass er gar nicht reagieren kann. Wahnsinn. Direkt die darauf folgende Runde wieder ein Two-Clutch. Nochmal auch eine gute T-Hälfte eigentlich gewesen für uns. Nice. Unser B-Execute. Ich weiß nicht, warum wir dort keinen Fokus hatten. Oh. 8 HP. Unlucky David, aber nicht gut. Nicht gut gemoved. 8 HP. Aber es ist eine sehr starke Klatsch-Pose. Dieser Default. Boah! Nice. Ja, Fisch. Also, wie ich eben ja schon in den anderen Szenen gesagt habe, 8 HP, gefühlt hat er 100 HP. Bleibt so cool einfach und sein Pre-Aim, er hat sich keinen Millimeter bewegt quasi. Er killt den ersten, bleibt ganz cool an der zweiten Stelle stehen, killt den zweiten, der einfach nur reinläuft. Das ist einfach nur. Das ist gefühlt, hat er das einfach alles schon 100 Mal auf dem Server irgendwie durchgegangen, aber das ist einfach nur Spielerfahrung. Einfach nur krass. Auch gut antizipiert. Er zielt weiter, weil da zieht kein Gegner so raus, weil sein Mate kann nicht aus einem anderen Angle gegen Spot auch so zielen. Geht's hier 1-2-Clutch? Ich hab Deagle Kit. Zwei Gegner low. Und hat einen Kit. Was ist das? Das ist immer gleich. Der Gegner ist immer da. Und wenn er halt. Wenn er es halt schlecht spielt, dann spottet er und vor allem mit einer P. Ich hätte ihn auch direkt bangen können. So wird sehr oft das Gleiche passieren. Aber gerade auch deswegen zieht er wahrscheinlich rum, weil er denkt, ich ziehe direkt durch. Sehr oft das gleiche 1-on-1 auf diesem Spot, vor allem wenn die Bombe so gelegt ist. Und der Gegner weiß halt, dass, vor allem weil er 10 AP hat, dass er eigentlich nicht dort spotten kann, weil wenn er spottet, dann bang ich ihn einfach durch das Wood. Aber ich denke, er hat das auch ein bisschen überdacht und wollte deswegen einfach auf Timing rumziehen. Und ja, unlucky, aber eigentlich gut gedacht. Gute Szene, erster Kill sehr wichtig. Vielleicht, was man hätte machen können, undiffusen und es gibt halt also diese kleinen Kiste, diese Double Box, da kann man rechts oben draufsteigen und dann nochmal draufsteigen und dann sieht man den T halt ein bisschen früher. Hätte man natürlich ein bisschen besser spielen können, aber so, er wusste, dass der Gegner low ist, deswegen kann er den auch pushen, weil es kann ja sein, dass er nicht zeigt. Gute Szene von Tizi, auch wie gesagt, sehr klatschstark und sehr, sehr wichtig. So, jetzt kommt eine ganz ominöse Runde. Tabson hat gesagt, wir sollen uns die mal hier angucken und darauf klassisch big reacten. Deswegen schauen wir uns das mal an. 15-14. Mirage gegen Heroic. So, wir haben tiefe B-Haus-Kontrolle. Viel Equipment. Zu dritt am A. Zu viert am A quasi.
Ich habe Wunderboost. Sie drängen ihn zurück. Sie haben es versucht, Flash gefällt. Jetzt kommt noch einer. Und töten ihn wahrscheinlich. Nein. Sprout Flash heißt sie übrigens, die Flash bei uns. So, er ist rausgedroppt. Ich sehe ihn leider nicht und die Runde eigentlich nicht. Ja, macht einen guten Anpiss, ein bisschen ist dann. Außer Exantaris. Schade. Yes. Wir haben halt komplette Map Control und das Problem ist mit dieser Sprout Flash, wenn sie den Read haben, dass die AOP tief zielt oder wenn der B-Spieler es schlecht gebalanced hat, was eigentlich bei mir nicht der Fall sein kann, dann verliert man die Runde ganz schnell. Wir gewinnen die Runde. Wir gewinnen die Runde. Nice. Was passiert? Ja, das ist eigentlich eine Runde, die man nie gewinnen kann. Man kann sie nur gewinnen, weil es 15-14 ist und die Leute wahrscheinlich im Teamspiel sagen, ey, spielt safe, zeigt euch nicht, keinen dummen Fehler machen. Dann sieht man in den Szenen, als eine 4-2-Szene, ganz leichte Szene eigentlich. Gute Afterplay-Situation, weil zwei sehr, sehr früh gestorben ist, Flo, der alleine am B war. Die können überall sein, die T's, die können in der Küche sein, nachdem Tizi gestorben ist da am Side, die können überall sein, wo sie auch wollen. Stubben hat er ein bisschen overpeaked. Das war halt der größte Fehler, wenn er safe spielt zum Beispiel, einfach einen Engel hat, wo er nicht sterben kann gegen mich, können wir die Runde gar nicht gewinnen. Aber da er den Fehler macht, natürlich auch verschießt und ich dann die Situation nur so ausnutzen kann, wo halt keiner diese einzige Lücke abaimt, quasi das Fenster, weil Borup hat halt lang abgeaimt. Ist halt ich sag mal, ist halt kein Fehler, weil er aimt halt etwas so ab, was er halt beides abaimen müsste. Wenn er ein bisschen weiter nach rechts geht, hat er halt beides, wenn einer lang rausgehen sollte, den Planter töten würde und wenn einer Fenster rausgeht. Das ist natürlich ein bisschen Misskommunikation und wie gesagt, ich denke im Teamspeak wurde gesagt, ey, spielt safe, macht keinen Fehler, ist eine wichtige Runde. Und natürlich dann Nils, was sind das für Deagle-Kills, das ist manchmal brutal. Und natürlich auch eine sehr gute Situation von Nils, einfach die Möglichkeit gesehen, hey, es ist gesmoked, der Gegner kann eigentlich nur durch die Smoke entweder die Runde gewinnen, wird niemals pushen eigentlich. Hat dann die Situation gemerkt und hat dann geflasht, ist dann durch die eigene Smoke und von dem Gegner die Smoke, hat dann halt den letzten Kill auch gemacht, was sehr wichtig war. Und das war halt eine Key-Situation, die man normalerweise auch nie gewinnt eigentlich. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass es so gut von uns gespielt war. Aber natürlich haben wir krass gehittet oder Nietz hat sehr krass gehittet. Aber ich denke, das war sehr, sehr schlecht von Heroic gespielt. Aber es passiert, es ist 15-14, du denkst, es ist alles safe und dann passieren ein, zwei flüchtige Fehler und dann bist du halt in so einer Situation. Und ich denke, dann wurde auch gut rumgeschrien im TS und ich denke, die haben auch sehr viele Probleme nach dem Spiel gehabt. Das war's mit der Folge Big Reacts. Euer Tizian meldet sich jetzt ab.